sehen wir ein neues Wirecard. Diesmal zumindest scheinen alle Beteiligten und Behörden schneller zu reagieren. Der Leasinganbieter Grenke, eine Firma aus Baden-Baden, ist im MDAX gelistet und in den Schlagzeilen. Die Aktie brach nach Betrugsvorwürfen ein. Knapp 1 Milliarde Euro an Börsenwert ist vernichtet. Also zumindest war die BaFin sehr schnell mit einem Statement am Markt sozusagen. So richtig beruhigen konnte es offensichtlich bis jetzt die Anleger bei Grenke nicht. Da ist einfach die Angst und die Panik, die man bei Wirecard hatte, die steckt halt einfach den Anlegern noch in den Knochen. Man hat Wirecard zu lange getraut, vertraut und relativ schnell ein übles Ende erlebt. Und das versuchen jetzt Anleger bei Grenke Leasing wie auch immer zu vermeiden. Wir sprechen heute über die neue Strategie der US-Notenbank Fed, die aktuellen Börsen und wir haben zwei Top-Empfehlungen, Bayer und Continental. Das alles heute bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Eine flexiblere Inflationsrate und einen Fokus auf den Arbeitsmarkt will die US-Notenbank in Zukunft setzen. Was bedeutet das jetzt genau? Also neu ist, dass jetzt die Fed weggeht von einem festen Inflationsziel und Satz, sondern man ist dort flexibler. Man richtet sein Augenmerk auf den Arbeitsmarkt. Man will die Arbeitslosenzahlen drastisch nach unten bekommen. Durch diese Flexibilität, die sie jetzt haben, heißt es auch auf längere Zeit keine Zinserhöhungen. Wir werden weiter niedrige Zinsen haben. Man hat sich damit sehr viel Raum verschafft, nicht sofort auf steigende Inflationszahlen reagieren zu müssen mit Zinserhöhungen, sondern man hat sich hier so eine Beinfreiheit geschaffen und man hat sein Augenmerk primär auf den Arbeitsmarkt gelegt. Und solange dort die Arbeitslosenzahlen hoch sind und man sieht, dass da nicht nachhaltig neue Arbeitsplätze geschaffen werden, ist die Fed nicht bereit, an der Zinsschraube was zu machen und weiterhin die Märkte mit Liquidität zu unterstützen. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen vertiefen wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Tradinghouse Börsenakademie. Bequem könnt ihr davon zu Hause oder dem Büro aus teilnehmen. Die nächsten Termine sind am 22. September Märkte im Chartcheck mit John Gossen, am 30. September erfolgreich handeln mit Bluestar, dem Trendfolgesystem, mit Ronny Bürger und am 14. Oktober exklusiver Marktausblick mit André Stagge. Meldet euch am besten gleich an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Der DAX bewegt sich auch in dieser Woche eher seitwärts, allerdings weiterhin über der 13.000-Punkte-Marke. Richtungsweisende Impulse, die wären jetzt wichtig. Das Thema mit der Liquidität ist mehr oder weniger ausgereizt. Man weiß, es ist unglaublich viel Liquidität im Markt. Wo soll sie hin? Die meiste geht in den Aktienmarkt. Das ist das, was den Aktienmarkt hier hält und stützt. All das, was so an negativen Szenarien, da gibt es ja genug. Ich sage jetzt nur Brexit-Verhandlungen und wir haben noch die Wahlen in Amerika in den nächsten 6 Wochen vor der Brust, die hier die Märkte ordentlich durcheinanderwirbeln könnten. Das wird im Augenblick alles zur Seite geschoben. Im Augenblick überwiegen die positiven Aspekte, die den Markt halt eben dann auch im Augenblick über der 13.000er Marke halten. Scheint aber auch so zu sein, dass jetzt die Geschichte mit der ewigen Liquidität, die wir haben, auch langsam zu Ende geht, denn wir sehen, nach oben wird die Luft für den DAX durchaus dünner. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen. Zuerst Bayer, der Pharma- und Chemiekonzern, lag gut Anfang des Jahres bei 78,22 Euro. Auch der Glyphosat-Skandal war so gut wie abgehakt. Doch dann kam die Corona-Krise und drückte das Papier ordentlich ins Minus. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Verfrühter Aktionismus könnte sich jedoch negativ auswirken. Als Einstiegsvoraussetzungen in frische Longpositionen bei Bayer wird mindestens ein Kursanstieg auf über 58 Euro angesetzt. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch über dieses Niveau steigt die Chance auf einen fortgesetzten Anstieg auf 62,52 Euro. Wir schauen auf Continental. Die Autobranche ja stark unter Druck und auch bei Anlegern und Investoren hat die Branche viel an Vertrauen eingebüßt.
Besonders Zulieferer leiden unter den Auswirkungen der aktuellen Flaute und mit ihnen der größte seiner Art Continental. Die Analysten sehen hier eine Long-Chance. Jede Kursbewegung eines Wertpapiers fällt mindestens in drei Wellen aus. Selbige Annahme kann bei Continental angesetzt werden. Die erste Welle erstreckt sich dabei von 50,90 Euro auf 100,50 Euro. Die zweite war abwärts gerichtet und führte das Papier auf 80 Euro. Nun fehlt noch ein dritter und finaler Impuls, der unter den aktuellen Umständen in den Bereich von 104,20 Euro aufwärts führen könnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.